Witamy Państwa. Gościem portalu pingbook.pl jest osoba, której przedstawiać nikomu nie trzeba, Timo Boll. Hallo Timo. Hi. Vielen Dank, dass du für uns Zeit hast. Wir haben dir sehr gerne mit uns. Danke, kann ich bleiben. Timo, am Anfang ein Rätsel für dich, okay? Mhm. Was für ein Spiel ist das? Spannendes Abend im September 2011. Der Name des Gastgebers beginnt mit dem gleichen Buchstaben wie Borussia Düsseldorf. Unter anderem polnische und deutsche Spieler. Timo Boll ist auch dabei. Ergebnis unentschieden. Was meinst du, was ist das? Uff. Was ist das? Was ist das? Muss wahrscheinlich Fußball sein. Genau. Ich habe auf deinem Fanpage bei Facebook geguckt, dass du Fußballspiel Arsenal gegen BVB gesehen hast. Stimmt das? Genau, ja. Wie war das? Könntest du bitte ein bisschen erzählen? Ja, ich bin jetzt kein extremer Fan, aber schon seit ich klein bin Borussia Dortmund-Fan und ja, wenn ich mal Zeit habe, gehe ich gerne mal ins Stadion. Und gerade in der Champions League ist doch immer ein sehr hohes Niveau und es hat Spaß gemacht zuzuschauen und war auch ein sehr schönes Spiel. Also auch polnische Spieler gesehen, die da spielt dann Kuba? Ja, Kuba und Lewandowski sind gute Spieler und danke für die Meisterschaft dieses Jahr. Wir BVB-Fans haben uns sehr gefreut und die beiden haben auch sehr gut gespielt. Vielleicht kommst du nach Polen wieder, wenn wir Europameisterschaft haben und wenn Deutschland in polnischer Gruppe spielt oder in Polen, wirst du vielleicht dabei? Ich bin auf jeden Fall dabei, ja. Das ist super. Polen ist glücklich für dich. Du hast in Polen schon sehr oft gespielt. Ich erinnere mich an deine Spiele auf Pro Tour in Warschau und auch gegen Bogoria. Hast du in Polen irgendwann verloren? Ich habe auch in Polen verloren. Ich weiß noch einmal, bei den polnischen Augen habe ich gegen Wladimir Samson noch. Damals war ich noch relativ jung. In der zweiten Runde verloren. Aber insgesamt war ich immer sehr erfolgreich in Polen, ist ein gutes Pflaster, sagen wir in Deutschland, für mich. Das ist gut. Während der Sommerferien hast du in chinesischer Liga gespielt und war für dich eine gute Entscheidung, nach China zu fahren? Wie schätzt du jetzt das ein? Ich denke schon, ja. Ich hätte es bereut, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Aber es war natürlich schon eine harte Zeit. Ich habe wenig Pause gehabt im Sommer und das merke ich jetzt natürlich ein bisschen. Bin vielleicht jetzt nicht so frisch wie die anderen Spieler, sondern spüre schon noch so die stressige Zeit von China und hoffe aber, dass ich ja, wieder gut reinkomme, dass ich mich jetzt wieder steigere die nächsten Wochen und Monate, weil ja, mein Verein braucht mich, meine Nationalmannschaft braucht mich und auch ich persönlich möchte wieder gut spielen. Und insgesamt war es schon eine gute Zeit für mich, wo ich viel gelernt habe, wo ich gespürt habe, wo ich mich verbessern muss. Und das ja, merkt man am besten, wenn man gegen die Besten der Welt spielt. Also, morgen spielt ihr gegen Bogoria in Grodzisk. Ist eine schwierige Aufgabe, denke ich, weil, soweit wie ich weiß, Anusio Cup nicht hundertprozentig fit ist und Christian Süßfeld, also was meinst du dazu? Ja, wir haben es letzte Woche schon in der Bundesliga gemerkt, da haben wir gegen Saarbrücken 3-0 verloren und wir sind im Moment ein bisschen gehandicapt, aber ja, nichtsdestotrotz haben wir, denke ich, trotzdem eine gute Chance, wenn wir alle gut spielen, aber es ist eine schwere Aufgabe. Bogoria hat sich verstärkt mit O, ein Top-Spieler, der auch gerade gegen mich ja, sehr gut spielt und von daher wir haben einen großen Respekt vor Bogoria. Und andere Spieler kennst du auch sehr gut. Ja, gegen Wang Zemi habe ich bei der letzten Europameisterschaft fast verloren, Matchbälle abgewehrt. Auch ein schwerer Gegner für mich. Und nach Gorak habe ich schon enge Spiele gehabt. Also man darf keinen unterschätzen. Mhm. Noch eine Frage. Wann hast du mehr trainiert? Also jugendlicher war und wolltest immer Ergebnisse haben oder jetzt als Supermeister? Ja, wenn man jung ist, trainiert man natürlich mehr.
heißt jetzt nicht, dass ich jetzt weniger trainiere, aber ich habe mein Training ein bisschen umgestellt. Ich mache jetzt nicht mehr ganz so viel Tischtennistraining, sondern auch ein bisschen mehr für Körpertraining, gerade Konditionstraining, viel Radfahren, viel Krafttraining und ein bisschen weniger Tischtennis. Timo, was ist dein Lieblingslied? Oh, das wechselt oft. Und jetzt, letzte Frage? Ja, ich höre gerne R&B-Musik, also ja, ein bisschen Rap-Musik, und, aber auch manchmal was ganz Ruhiges wie Norah Jones. Also kommt immer auf die Stimmung drauf an, wenn man jetzt zu Hause vor dem Kamin sitzt oder ob man sich ein bisschen pushen möchte. Das ist toll. Ich habe dir vorher gesagt, wir gründen ein neues Tischtennisportal. Jetzt möchte ich, dass die alle Tischtennisfans nach dieses Portal einladen kannst und vielleicht auf Polnisch. Ich lerne dich so kurz. Zapraszam. Zapraszam. Ich lade euch an. Ne? Na pinbook.pl. Zapraszam. Pinbook.pl. Vielen Dank, Timo. Passt. Okay.